Süßchen. Ich würde sagen, wir gucken mal, was die so verbindet, die zwei Typsies. Kann ich hier? Ich kann nicht gleiten, schade. Gibt es hier ein bisschen was zum Anklicken? Ich müsste da lang, ich gucke aber erstmal hier hinten. Verladedruide, okay. Aber da hinten gibt es nichts, okay. Boah, das sieht geil. Das sieht einfach nur geil aus. Kann ich hier irgendwie... Das ist ja so ein geiles Thumbnail. Cure, schön aus dem Bild. Oh, Alter, du hässlicher Druide. So. Mal schnell. Bildchen gemacht. Nur falls YouTube mir wieder irgendwelche Kackbilder ausspuckt. Hier, Tyrann. Ich bin in die Überwachungssysteme des Labors gekommen. Arcus und Darok sind anscheinend immer noch drin. Etwas weiter voraus liegt ein Sicherheitskontrollpunkt, über den ihr in den Rest der Anlage kommt. Ich übermittle die Koordinaten. Alles klar. Schnell stirbt niemand. Ja, kriegst du das gebacken oder nicht? Ganz kurz Kopfhörer richten. So. Kann man das anklicken? Nö. Nicht abgeschickter Entwurf, okay. Ich weiß nicht, ob das... Warte mal, ich gehe mal von der anderen Seite vom Tisch ran. Kann ich dann irgendwas damit machen? Ne, okay. Schade, schade, Schokolade. Kann ich auch nichts anklicken, schade. Oh, hi! Ich bin der Neue, komm jetzt öfters. Was ist denn das da? Anlagenwachtpost. Interessant. Ich sehe hier Aufzeichnungen zu einem Gefangenen. Der rennt einem weg. Jacaro. Ich wette, er könnte uns einige interessante Dinge erzählen. Mein Kontakt scheint hier zu sein. Der Sicherheitsbeauftragte. Passt auf euch auf. So. Alles klar. Ich
Alter, hörst du mal auf! Hört dir mal auf! Wer kann den Tod kriegen? Dann bist du halt erst hier dran glauben. Habt ihr Pech. Ja, nö, hör mal auf. Ja, nee, hör mal auf. Hallo? Kriegen die überhaupt Schaden? Jetzt mal so ganz doof gefragt. Scheint mir nämlich nicht so. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe, ihr Kacken. Jetzt bin ich kissig. Ja, nö, hör mal auf. Da war er ja besiegt. Seien Sie gegrüßt. Mein Herr ist beeindruckt von Ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten und würde Ihnen gerne seinen Dank für diese edle Rettung ausdrücken. Was? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ausgeschmückte Übersetzungen. Ich bin sicher, dein Herr sieht das ähnlich. Du liebe Güte! Bitte lassen Sie uns hier raus! Wir flehen Sie an! Deinem Droiden scheinen ein paar Teile zu fehlen. Diese Modifizierungen wurden vorgenommen, bevor wir hier gefangen genommen wurden. Mein verehrter Herr, Jacaro, ist auf das diskrete Ausliefern von Fracht spezialisiert. Ich bin sein Übersetzer, C2D4, ehemaliger Diener Ihrer Eminenz, Königin Lina von... Ja, nun, Jacaro hat einen Auftrag von einem Zel'Kath-Genetiker namens Gorima bekommen, medizinische Ausrüstung in diese Einrichtung zu bringen. Natürlich ganz legal. Doch als die Lieferung abgeschlossen war, wurde die Bezahlung niemals getätigt. Stattdessen wurden wir gefangen genommen und von zwei sehr unfreundlichen Individuen verhört. Colonel Darok und Darth Arkas? Wir wurden einander nicht vorgestellt. Sehr unhöflich, um ehrlich zu sein. Nach dem Verhör sagten sie Gorima, er solle uns für irgendwelche Experimente verwenden. Sith machen nur selten Gefangene. Diese Experimente müssen sehr wichtig für sie sein. Die Möglichkeiten sind zumindest beunruhigend. Ihre Geschichte scheint zu stimmen. Ich habe mich gerade ein wenig über sie schlau gemacht. Beide sind angeklagt wegen Schmuggel, ungebührlichem Verhalten, Körperverletzung. Der Droide auch? Ja, warum fragt ihr? Schon gut. Was immer sie auf dem Kerbholz haben, mein Kontakt hat ein gutes Gefühl bei ihnen. Sie meint, dass sie sich noch als nützlich erweisen könnten. Hoffentlich stimmt das. Also gut, wir gehen das zusammen an. Bereit? Aha.
Ja. Okay. Wo muss ich hin? Wieder da lang. Ich habe die Dateien der Anlage gehackt. Und es taucht immer wieder der Shazar-Orden darin auf. Das sind Zelkat, die die Macht nutzen, aber keine Jedi oder Sith sind. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Rolle sie bei all dem spielen. Aber ich schätze, ihr werdet ihnen begegnen. Also, seid vorsichtig. Mal gucken. Boah! Da, ein Riesenfischi! Hier drüben auch? Nö, schade. Aber kleine Fischis. Boah, cool. Das ist geil gemacht. Ah. Da sind ja noch mehr gekommen. Boah, das sieht so... Da, Fisch! Boah, das sieht so geil aus. Vor allem so ist der Fisch einfach mal größer. Klein, groß. Ha! Echt schön gemacht hier. Ich kann es nur mal wieder sagen, es ist echt schön. Sag mal. Wo denn? Da ist ja noch einer. Da war ja noch einer. Hi, und jetzt muss ich dahin, okay. Okay, okay. Was ist das? Ich orte Technologie in eurer Nähe, die anscheinend von den Rakata stammt. Versucht das Netzwerk für mich zu öffnen. Dann hacke ich mich ein und überprüfe das. Ja. Ja, ich muss eh hier lang. So. Wir sehen gleich Geschichte. Soll ich euch helfen? So einfach geht das.
Oh, ich hab schon wieder Post. Bestimmt schon wieder von Kira, obwohl sie die ganze Zeit mit mir rumrennt. Und das? Gefälligkeitskoltostation. Okay. War's schon? Schön, schön. Okay, was sind diese Kolto-Dinger? Da muss ich jetzt hingehen. Ich bin neugierig. Nee, noch nicht. Sowas zum Heilen. Na, guck mal. Was fällt denn ein? Konfises von Kira Kranwan. Ja. Ortuno, komm mal her. Hat der gerade Tinte auf mich gespuckt? Sogar Hoge Menge. Was macht denn der hier? Warte mal, bitte was? Was hat der gemacht? Hier, Kira, wie wär's denn mal mit Heil? Da ist schon wieder Schleimzeug. Meine Maus da. Geil. Hört aber auf mich zu blitzschocken hier. Kira, heil mich jetzt! Das ist so geil. Oh, das ist geil. Er mit seiner Scan-Ausrüstung beschäftigt ist. Anscheinend melden die Sensoren extreme Energiewerte aus Gurimas Labor. Die Messungen weisen auf Rakata-Technologie hin. Teron und ich sind uns einig, dass das ein gefährliches Zeichen ist. Was immer in diesem Labor geschieht, ihr müsst es unbedingt aufhalten. Das überlege ich mir noch. Na klar, wenn wir dann gefallen. Schön, wie er mit Lichtschwert da rumhantiert und sich die Hand absäbelt. Fahr das mal ein. Danke. Hallo? Jetzt. Ah.
Seid ihr Gorima? Asigas gato umpa volta capi. Tane es hasigas dak. Ihr werdet eure Arbeit unterbrechen und mir einige Fragen beantworten. As uge feda leg job as uleg viko hat mert akisok. Ich möchte erfahren, was Darok und Arkes vorhaben. Was tut ihr hier? Volte sak fek ut aso negre. Akon i volo mar. Meg bis hato sad meg. Seze meles nehes volt felis merni. Ogene kunk. Tole ras ege mas fonales. Mege ite letet. Oh scheiße. Atenger feilenes as edges. Folio semisem. Ugen is it key. Worauf warten Sie? Tun Sie es, bevor er uns nochmal verraten kann. Du musst nicht wie er sein, Jakaro. Du kannst etwas Besseres sein. Ah ja. Nun, das erklärt die toten Wachen. Ich wusste gleich, dass ich jemanden spüre, den ich kenne. Ich habe euch gesagt, ihr sollt die Sache auf sich belassen. Ihr habt euren Teil beigetragen. Das hier geht euch nichts an. Was geht hier vor, Darok? Warum tut ihr das? Um die Galaxis zu retten. Gorima? Danke, dass ihr die Forschungsdaten weitergeleitet habt. Unsere unendliche Armee wird uns gute Dienste leisten. Ihr könnt die Prototypen behalten. Unsere Arbeit dient dem Wohl der gesamten Galaxis, der Republik, des Imperiums und allen anderen. Wir können nicht zulassen, dass ihr das verhindert. Ist los im Raumschiff. Stürzt der Turm ein? Lol. Ihr solltet euch überlegen zu sterben, bevor die Anlage die Zerstörungstiefe erreicht. Das wäre wahrscheinlich die angenehmste Alternative. Nö. Hallo. Ich fürchte, alle Rettungskapseln wurden gestartet und alle Luken, die zurück zum Eingang der Anlage führen, wurden versiegelt. Glücklicherweise konnte ich ein kleines Wasserfahrzeug für die Wiederaufbauung. Ja, aber ich muss kämpfen und looten. Na, der Druid ist noch da. Mach ich hier gerade überhaupt irgendwie ein bisschen Damage? Ich bin gerade nicht so wirklich drüber. Streiter ist hinter euch her. Ich kann seine Stärke von hier aus spüren. Sie ist beträchtlich. Ah ja. Kira, komm doch mal hinterher. Was? Eure Zeit ist knapp. Zeigt keine Gnade. Danke! Warte mal, was muss ich denn jetzt hier machen? Hallo? Hörst du mal auf? Lass mich doch mal in Ruhe, ich will doch die Dinger kaputt machen! Hör doch mal auf! Ja,
Alter, willst du mich verarschen? Ich bin eingefroren. Hilfe! Alter, der steckt aber ganz schön was ein hier. Kann ich noch irgendwas machen? Komm mal hierher, du Funke. Ja, nee, hör mal auf. Natürlich kommen noch mehr Droiden. Du musst mich verarschen. Hier war, hier. Wenn ich hier rauskomme, gerne. Guck mal, da kriegt er Schaden. Alter! Muss mir jetzt mal auf hier. Nicht der wenig Damage. Ach komm, dann lock ich dich schon mal zu. Feuer. So schnell stirbt niemand. Weiter so, ihr schafft das! Er geht in die Offensive! Jetzt ist er ja gleich da unten. Ja. Ich sehe einfach gar nichts. So. Ausgezeichnete Arbeit. Bringen wir euch jetzt zurück an die Oberfläche. Der lässt nicht mal Luft fallen, der Hund. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte entschuldigt, aber der ferngesteuerte Anlaufprozess ist noch nicht beendet. Ihr seid ein Sith. Aber nicht euer Feind. Heute nicht. Also seid ihr immer noch an meiner Transportmöglichkeit interessiert oder wollt ihr lieber schwimmen? Sith oder nicht, ich werde eure Hilfe sicher nicht ausschlagen. Ich mag Leute, die pragmatisch denken. Und das war's. Euer Transporter ist bereit. Gute Reise. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und shake ein bisschen. Ich will das U-Boot behalten. Ich will das einfach eiskalt behalten. Oh, was ist denn? Dankt. Ui. Ist das nicht die... Ne, ist nicht die gleiche, die ich schon hab. Okay. Ich muss öffnen. Das mit Operationsbelohnung muss raus.
Ja. Angriffskraft. Nee. Ausdauer geht flöten. Ach nee, wird verkauft. Nee. Na da. Schon wieder so ein Quark. Hier bin ich noch am Überlegen. Das haben wir schon gemacht. Gerade eben. Das ist doch die Sith, die uns gerettet hat. Ich glaube nur, dass alle etwas entspannter wären, wenn ihr auf das Lichtschwert verzichten würdet. Ist das wirklich nötig? Bin ich wirklich so einschüchternd? Wenn wir etwas Zeit miteinander verbringen, wird sich unsere Beziehung sicher verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in nächster Zeit sogar sehr oft sehen werden. Oh. Nana Beniko, ergebene imperiale Bürgerin und vollbewaffneter Sith Lord. Ihr müsst euch deswegen keine Sorgen machen. Arkes hat sie und ihre Leute manipuliert, so wie es Darok mit uns gemacht hat. Sie hat bereits wichtige Informationen mit uns geteilt. Dank eurer Arbeit im Labor wissen wir, dass Arkes und Darok zusammenarbeiten und beide Seiten zum Nutzen einer dritten Gruppe manipulieren. Sie sind Revaniter, Mitglieder des Revan-Ordens. Ein geheimnisvoller Kult, der seine Krallen schon vor vielen Jahren in das Imperium geschlagen hat. Und wie es scheint, geht es der Republik nun ebenso. Ich habe geholfen, Revan aus dem Mahlstromgefängnis zu holen. Kurz darauf soll er gestorben sein. Ist das falsch? Lana und mir ist nichts Gegenteiliges bekannt, aber tote Männer können sogar noch bessere Kultanführer sein als Lebende. Wir wissen, dass die Revaniter die höchsten Ebenen der Republik und des Imperiums unterwandert haben. Das bedeutet, wir wissen nicht, wem wir trauen können. Dann liegt es an uns, sie aufzuhalten. Mein Herr, der unvergleichliche Captain Jacaro ist mehr an Taten als an Worten interessiert. Und das ist sein Dolmetscher, C2D4. Zuvor im Dienst ihrer Eminenz Königin Lina von Onderon. Ja, das wissen wir bereits. Und zwar alles. Ich hab... Oh, scheiße. Mist. Ich wollte nicht überspringen. Ausgezeichnet. Wenn Teron also nichts dagegen hat. Na los, bereitet das Schiff vor. Ich verwische unsere Spuren und komme nach. Jawohl. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Möge die Macht euch immer dienen. Ihr reist besser getrennt von uns. Wenn uns die Revaniter im Visier haben, wissen sie nicht, wen sie verfolgen sollen. Ich glaube nicht, dass diese Kultisten wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ist mir nur recht. Ich sollte aufbrechen. Passt da draußen auf euch auf. Immer doch. Immer doch. An mit der Sif. Wie nennt man das? Sifin? Nein. Der weiblichen Sif werde ich noch ein bisschen flirten, auf jeden Fall. Das steht fest. Ich hoffe, die sehen wir noch mal wieder.
So, Post. Taron Shan. Ja, das Geld nehme ich an, danke. Ganz ehrlich. Da. Wir machen diesen da. Da seid ihr ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die ersten Gespräche mit Jakaros Freunden liefen gut. Wir fangen mit ein paar Antiquitätenschmugglern von der Exchange an, um herauszufinden, ob die Revanita auf weitere Rakata-Technologie auswarten. Mit dem will ich nicht flirten. Habt ihr Hinweise auf Colonel Darok oder Darth Arkas gefunden? Stehen die so auf Schwerterkreuzen? Nein, keinen einzigen. Die Revanita scheinen zu wissen, wie man sich gut versteckt. Der Revan-Orden. Meine Familie ist noch einflussreicher, als ich dachte. Ihr seid mit Revan verwandt? Kennt ihr die Geschichte nicht? Bastila Shan, Revans große Jedi-Liebe? Ihr berühmter Name ist mein Familienerbe, im Gegensatz zur Macht. Hört zu, Revan war schwer einzuschätzen und sein verrückter Anhängerkult ist es ebenfalls. Lässt man eure professionelle Prahlerei mal beiseite, stehen die Chancen für uns ziemlich schlecht. Seid ihr trotzdem noch dabei? Die Revanita sind eine Bedrohung für die gesamte Republik. Wir dürfen sie nicht ignorieren. Wenn man es dauernd mit übermächtigen Gegnern zu tun hat, wird das wohl mit der Zeit zur Gewohnheit. In Ordnung, ich kehre besser zu Lana und Jakaro zurück, bevor sie noch irgendetwas anstellen. Ich melde mich, sobald wir etwas Handfestes haben. Passt auf euch auf. Darunter damit. Das dorthin. Apropos. Freund Ike LP, alles klar. Der Programmknacker, der kompromisslose Ritter der Republik, der Ehrenhafte, der Reine, der Pilot, Held von Teil von Wurmfutter, Skalat, Erhabene und überwindliche, anständige, aufrichtige, gütige. Nee. Ich muss nach da oben. Stimmhändler. Sag mal. So hier. Komm her, mit dir kann ich bitte was verkaufen. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Vermächtnis. Ich hätte ja gerne HK-51. Nein. Was ist das? Nein. Aber alles voll. War das das hier? Nein. Hey, das muss doch hier gewesen sein. Hier, sag ich doch. 600, eine Mille. Naja, aber... Eine Mille. Oh, das tut weh.
Okay, okay. Wir sind gleich da, Jakaro. Hauptsache, du reißt niemanden die Arme aus. Oder was anderes. Hey, schön zu sehen, dass ihr hier seid. Unsere Freunde sind schon ganz erpicht, darauf anzufangen. Womit genau anfangen? Mit Colonel Darok, Darth Arkes und ihren Revanita-Freunden. Seit eurem Einsatz auf Manaan hat Lana noch weitere Revanita aufgespürt, die das Militär der Republik infiltriert haben. Ich habe die Kommunikationswege der Verräter gehackt und die Nachrichten zu Darok und Arkes zurückverfolgt. Sie sind in einer geheimen Anlage auf dem Planeten Rakata Prime. Das ist unser Ziel. Glaubt ihr, die Revanita wissen, dass ihr das Versteck gefunden habt? Nein, zumindest noch nicht. Und genau darum müssen wir schnell handeln. Die Nachrichten, die ich entschlüsselt habe, die Cyborg-Technologie, die ihr auf Manaan gefunden habt, war nur ein Prototyp. Auf Rakata Prime ist die eigentliche Produktion in vollem Gange. Sie implantieren ihren eigenen Leuten Teile der Sternenschmiede. Sternenschmiede? Oh. Das war eine Waffe der Rakata. Eine riesige, sich selbst versorgende Fabrik, die sich die dunkle Seite der Macht zunutze machte. Revan zerstörte sie vor mehr als 300 Jahren. Die Trümmerteile sind aber immer noch aktiv. Sie reparieren sich selbst und können sich unter bestimmten Umständen sogar replizieren. Wenn die Revanita diese Technologie im Körper haben, wird es noch viel schwieriger, sie aufzuhalten. Die kennen wir doch noch aus KOTOR 1. Dann werden sie umso mehr Cyborgs haben, je länger wir warten. Gehen wir an die Arbeit. Sehr gerne. Jakaros Frachter sollte uns unentdeckt auf die Oberfläche des Planeten bringen können. Wir planen unseren Angriff dann von dort aus. Ich kann es kaum erwarten, Arkes und Daroks Gesicht zu sehen. Na denne. Geradeaus. Ich muss aber mal ganz kurz. Ja. Super. Nein, das nicht. Guck, ob der Planet auch so geil aussieht. Also im Gegensatz zu KOTOR sieht es jetzt bei weitem besser aus. Geil. Oh, ich mag das. Haben wir schon einen Plan? Ich weiß nicht so recht, ob man es als Plan beschreiben kann. Ich habe mich ein wenig umgesehen. Die Revanita haben ihr Lager im Tempel der Alten aufgeschlagen. Das ist eine verfallene Ruine in der Nähe. Wir sind so weit gekommen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt wird es Zeit, dass ihr da reingeht und ein wenig Lärm macht. Alles klar. Was? So haben wir das nicht besprochen. Das ist Selbstmord. Ich verlange, dass sie mich sofort ausklinken. Über welche Sicherheitsmaßnahmen verfügen die Revanita? Sie konnten die hiesigen Rakata-Stämme davon überzeugen, das Gebiet um den Tempel herum zu überwachen. Ziemlich barbarische Zeitgenossen. Das Tempelgelände bewachen die Revanita selbst. Sie sind voll bewaffnet und paranoid. Wunderbar. Wir beobachten die Lage vom Schiff aus. Solange wir alle konzentriert bleiben, können wir diese Verschwörung ein für alle Mal zerschlagen. Möge die Macht euch dienen. Ja, mir immer und du dienst mir auch bald, Lana. Süßchen Popöchen. Gab's die in KOTOR schon? Ich weiß es nicht. Lang ist her. Boah, sieht so babamäßig aus. Geil. Na dann. Und Freund und Helfer-Druide ist auch wieder dabei. Schön, schön.
Dem gehen wir aus dem Weg. Cool. Warte mal. Kannst du mal bitte da und so weggehen? Ich will ungern gegen dich kämpfen. Oh wow. Loot. Und weiter geht's. Bäume sind irgendwie alle gleich. Fast alle gleich aus. Copy-Paste bestimmt. Ja, fahr mal bitte ein. Danke. Ich mag dich. Du siehst putzig aus. Ne, angreifen will ich nicht. Hast du mir gerade die Füße geküsst? Braves Tierchen. Egal, machen wir schon. Ah, natürlich kann ich den Gleiter nicht benutzen. Das war die Sternschmiede. Ah, ja. Komm, ich will jetzt die ganze Zeit hier. Wie stark bist du? Ach, das ist ja. Na, kommt mal. Die sind ja leicht. Hier so eine schöne Strandhütte haben. Entweder oben auf der Klippe oder hier unten irgendwo. Oh, das ist bestimmt geil. Das ist doch bestimmt richtig nice. Oh, und das? Mit der kann man nichts machen? Schade.
Apropos was machen. Immer noch dritten Grades. Das könnte etwas dauern. Das ist mir egal. Hauptsache ihr farmt wieder ein bisschen was. Oh, Kira kämpft ja auch noch. Jetzt nicht mehr. Wo lang gehen wir denn? Da lang. Ihr werdet jetzt sterben. Alter! Hallo, kämpfen. Ach komm, Kinder, warum tut mir das nicht hin? Süchen. Süchen, Süchen. Sieht so aus, als ob ihre Arena frisches Blut braucht. Wenn Was? Ihr an ihnen vorbei wollt, müsst ihr ihnen wohl eine Show bieten, die sie nie wieder vergessen. Was? Sag mal, haben die hier ihre Hütten drin? Sind das hier Hütten? Sieht auf jeden Fall danach aus. Ach, das da vorne ist die Arena. Ah. Kira, Heilung, bitte. Danke. Was? Wow, jetzt spawnt ihr alle? Jetzt? Würde mich verarschen, ne? Spawn die erst zu spät. Okay, wenn das die Arena ist, dann erwartet mich hier auf jeden Fall ein Bossgegner. Das heißt. Kurzes Päusle und nach dem Päusle geht's weiter. Bis gleich.